Unser heutiger Gast, meine Damen und Herren, ist für viele die nackte Kanone der deutschen Unternehmer. Und wenn sein Leben eines Tages verfilmt werden sollte, und es kann nur noch eine Frage der Zeit sein, dann kann seine Rolle niemand anders spielen als Leslie Nielsen. Er ist mein absoluter Wunschgast. Zum ersten Mal in meiner Show nach 40 Jahren. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, der Trigema-Chef und Eigentümer Wolfgang Grupp. Ich freue mich enorm, weil ich habe Sie schon in der einen oder anderen Talkshow gesehen und ich habe Sie immer bewundert, weil ich gesagt habe, in Zeiten, in denen alle Angst haben, in denen alle vor sich sind, da redet ein Mann Klartext. Muss man der Eigentümer und der Chef einer Firma sein, um sich das trauen zu können? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie die fragen, die es nicht sind. Ich auf jeden Fall bin der Meinung, eine Unabhängigkeit ist ganz wichtig und wenn etwas falsch gemacht wird oder wenn ich der Meinung bin, das müsste richtigerweise oder korrekterweise anders sein, dann habe ich mir angewohnt, auch eine Meinung zu sagen, auch wenn man meint, sie im Moment nicht vielleicht unbedingt hören zu wollen. Haben Sie da schon mal negative Erfahrungen damit gemacht? Nein, ich habe damit im Prinzip positive Erfahrungen gemacht, dass ich im Nachhinein, die Wahrheit ist immer im Prinzip das, was lange zehrt. Das sieht man ja an den politischen Parteien, wenn sie etwas versprechen und nachher das Gegenteil tun. Und ich habe seit 15, 20 Jahren, spreche ich, dass Arbeitsplätze wichtig sind bei uns in unserem Heimatland. Ich spreche, dass Gerechtigkeit, Motivation und das Miteinander wichtig ist. Und wir sehen, dass so allmählich auch andere dahinter kommen, dass das im Prinzip etwas Wichtiges ist, was wir unserer Gesellschaft, unserem Miteinander schuldig sind. Da sind Sie aber sehr nah an Oscar Lafontaine, der eigentlich Ähnliches fordert. Ich bin in vielen Dingen dem einen nahe und dem anderen weiter weg und dafür bin ich in einer anderen Sache dem anderen wieder etwas näher. Oscar Lafontaine hat sicherlich manche Dinge, die unbedingt auch von mir unterstützt werden. Gerechtigkeit, Anstand, das ist das, was er teilweise ja auch einfordert und da kann ich auch einem Oscar Lafontaine nicht widersprechen. Aber wenn man mal dem einen nahe ist, mal dem anderen fern, mal hier, mal dort, ist es nicht dann doch schwierig in der Wahlkabine? Das glaube ich nicht. Ich sage jetzt mal, ich bin immer ein CDU-Wähler gewesen und wenn ich im Prinzip etwas gegen den Mindestlohn habe oder für den Mindestlohn habe, dann spielt das überhaupt keine Rolle, ob die CDU den verteidigt oder nicht. Ich sage, der Mindestlohn ist richtig, ist eine Schande für uns Unternehmer, weil man ihn überhaupt fordern muss. Denn wenn ein Unternehmer einen Mitarbeiter den ganzen Tag mit seiner Arbeitskraft nutzt, und ihn dann so wenig bezahlt, dass er davon nicht leben kann, dann ist das eine Schande, wäre das eine Schande für mich als Unternehmer. Und wenn das so ist, dann fordere ich den Mindestlohn, denn es geht nicht an, dass andere meine Steuer kriegen, um ihren Arbeitslohn mit zu finanzieren und ich im Prinzip ihn voll bezahle. Das hat mit der Marktwirtschaft nichts mehr zu tun und deshalb brauchen wir einen Mindestlohn. Da ist die CDU anderer Meinung, aber ich bin immer der Meinung, das, was ich für richtig finde, darf ich auch sagen. Wir können mal vielleicht... Ja. Wir können mal einen Ausschnitt zeigen, wenn Sie zum Beispiel, es gab ein Porträt von Ihnen, der König von Bollardingen, dort sitzt Ihre Firma, auf der, ist das noch Schwäbische Alb im Hohenzollerngebiet? Das ist tiefe Schwäbische Alb. Ja, tiefe Schwäbische Alb. Und wenn Sie zum Beispiel in die Firma kommen und feststellen, da ist etwas nicht so gelaufen, wie ich es mir vorstelle, wie ein Chef, dem der Laden auch selber gehört, seinen Mitarbeitern klar machen kann, was er von ihnen erwartet. S&M. Nur als Beispiel. Passen Sie auf, Frau Bachmann. Ja? Sie haben die Hose 37071 gar nicht bestellt. Sie ist ja keine einzige. Ist das richtig? Ist richtig, vor zwei Wochen. Und da frage ich mich, was ist los? Sie verstehen nicht. Ja. Und die ganze Hose, und das ist typisch, wenn ich moniere, dass es nicht da ist, das hat jetzt nichts mit, das ist generell bei Frauen so, dann haben wir nicht geliefert. Und dann gehe ich prinzipiell aus ostentativ an den Lieferschein und dann ist es nicht mal bestellt worden. So, und jetzt da müssen wir weitermachen. Und dann am Schluss sagt man, der Gruppe ist immer verrückt, wenn er irgendwo ist. Der ist nicht verrückt. Der wird so verrückt gemacht mit Aussagen, die nichts mit der Realität zu tun haben, dass ich verrückt werde. Weil ich sage, was soll ich denn anders machen? Was mich wundert, dass Sie sagen, das ist generell bei Frauen so.
Hat man da nicht heute schnell einen Prozess wegen Diskriminierung am Hals? Ja, so schnell geht es im Schwabenland nicht. Wir sind da vielleicht etwas langsamer in der Richtung. Bei uns ist die Emanzipation noch nicht so angekommen wie vielleicht hier im Rheinland. Ich würde mir wünschen, dass Sie recht haben. Ja? Ich finde, wir rechten Säcke müssen zusammenhalten. Aber die Frage ist doch, sehen die Frauen das genauso? Ja, ich beschäftige ja 2/3 Frauen und wir haben da keine Probleme. Ich sag mal, ich kritisiere natürlich nur das, was zu Recht kritisiert werden kann oder werden muss. Und ich bin ja auch ein bisschen leidig unter der Emanzipation. Und inwiefern? Ich war lange Junggeselle und da konnte ich ja tun und lassen, was ich wollte. Und als dann endlich jemand meiner sich erbarmte, als ich 46 war, egal, ich habe immer gesagt, egal wie alt ich bin, meine Frau muss Anfang 20 sein, dann hat sie... Und dann habe ich aber das, dann habe ich sehr schnell erkannt, dass wenn ich eine friedvolle Ehe führen will, dass ich auch das Regiment, ich habe 46 Jahre mein Leben bestimmt und danach reichte das und dann habe ich das Regiment an meine Frau abgegeben und deshalb funktioniert es jetzt 21 Jahre. Das ist bewundernswert, ich beneide Sie darum. Ich will nicht indiskret sein, aber heißt 46 Jahre mein Leben genossen auch schon richtig krachen lassen? Ich mache ja jetzt 40 Jahre das Unternehmen, da gehörte meine berufliche Laufbahn dazu und das gehörte alles zusammen und wir Schwaben sind solider, wir gehen abends früher ins Bett als die Rheinländer und deshalb kann ich von dem Krachen, wie Sie das als Rheinländer hier oder im Rheinland jetzt erleben als Schwabe, nicht so mitsprechen. Und man merkt so eine religiöse Ader, weil Sie auf der einen Seite das Leben in vollen Zügen genießen, das Dionysische. Jetzt habe ich gelesen, Sie lassen sich... Es wurde mit Sicherheit übertrieben formuliert, schon ein Mausoleum bauen. Oder Sie kaufen sich schon ein auf dem Gottesacker. Also das hat sicher die Presse erfunden. Ich lasse gar nichts bauen. Ich habe ein ganz schlichtes Grab mir machen lassen. Das heißt, ich musste das Familiengrab erweitern, weil es mit der Generation vor mir ist es gefüllt. Und ich werde selbstverständlich nicht veranlassen, dass mein Großvater ausgegraben wird, damit ich Platz habe. Und deshalb habe ich das Familiengrab erweitern lassen. Ja. Und da hat die Presse alles draus gemacht, weil der Platz nun etwas größer ist. Aber es ist ganz schlicht. Es kommt im Prinzip eine Grabplatte hin und da wird auch mein Name stehen und sonst nichts. Mehr nicht. Nein, das soll auch nachher für die, die nach mir kommen, die sollen keine Probleme mit mir haben und ein pflegeleichtes Grab. Ja, das ist schön. Da spürt man wieder den Schwaben durch. So ist es. Ja? Der Standort Deutschland wird von Ihnen weiter gepflegt? Das ist mein Heimatland und das ist meine Aufgabe. Ich als Unternehmer habe eine erste Pflicht in meinem Heimatland. Und wenn ich diese Pflicht erfülle, dann kann ich auch sagen, ich versuche es im Ausland. Aber hier im Heimatland meine Pflicht nicht zu erfüllen, meine Mitarbeiter, die Arbeitsplätze der Mitarbeiter nicht mehr zu geben und dann zu meinen, ich müsste im Ausland der Globalisierung dienen und dort Arbeitsplätze schaffen, das ist für mich nicht, hat nichts mit Unternehmertum zu tun, sondern das ist im Prinzip ein Versagen der Unternehmer. Fabian, vielen Dank, Politiker. Ich kann Sie nicht wählen. Weil Sie kein Politiker sind. Ja? Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie hier waren. Ja? Ich habe leider nicht die Möglichkeit, mir auch sozusagen so eine üppige Grabstätte zu leisten, aber Sie haben mich beeindruckt und ja, aber ich verspreche, ich trete meinen letzten Weg. Ich hätte noch einen Platz für Sie. Wirklich? Wolfgang Grupp, meine Damen und Herren.